Sehr geehrter Herr Muschk, lieber Adolf, sehr geehrte Frau Muschk, lieber Azuka, sehr geehrte Gäste, es ist mir eine Ehre und Freude, diesen ganz besonderen Abend eröffnen zu dürfen. Der Grund, oder sagen wir besser, der Aufhänger, weshalb wir heute hier an der ETH zusammenkommen, ist, ja, dass Adolf Muschk in diesem Jahr, im Frühling, seinen 85. Geburtstag feiern dürfte. Und da ich ihm schon eine Karte geschrieben habe, ganz persönlich, hat er mir auch noch so eine Dankeskarte, sehr persönlich. Das ist etwas speziell, auch unterschrieben hier. Gehört zu meinen Special Effects, that I will keep. Der Jubilar blickt auf ein reiches Leben zurück. Sein Wirken im Bereich der Literatur, der Bildung, auch der Politik, hat die Schweiz in vielerlei Hinsicht geprägt und strahlt über die Landesgrenzen hinaus. Die ETH Zürich spielt in diesem Leben eine zentrale Rolle, denn Adolf Muschk hat fast 30 Jahre hier gewirkt und vieles bewirkt. Seine letzten aktiven Jahre an der ETH waren meine ersten. So bin ich ihm als eben gerade berufene Professorin zum ersten Mal begegnet. Er hatte schon die Aura des Elder Statesman und war Teil der Anziehungskraft, welches das Collegium Helveticum auf mich ausübte und immer noch ausübt. Mehr dazu später. Dies ist natürlich nur ein Schlaglicht auf eine lange gemeinsame Geschichte. Lassen Sie mich die wichtigsten Stationen und Errungenschaften seiner ETH-Laufbahn kurz in Erinnerung rufen. Im Jahr 1970 wurde Adolf Muschk, 36-jährig, zum außerordentlichen Professor für deutsche Sprache und Literatur an die ETH berufen. Der Germanist und frühere ETH-Rektor Professor Karl Schmidt ermunterte Muschk persönlich, sich für die Position zu bewerben. Die Professur für deutsche Sprache und Literatur war Teil der damaligen Abteilung 12. Für Geistes- und Sozialwissenschaften. Diese hatte zum Ziel, die naturwissenschaftlich-technische Ausbildung der Studierenden mit Freifächen wie Literatur, Geschichte, Philosophie und Recht zu ergänzen und ist Vorläuferin des heutigen DGES, dem ETH-Departement für Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften. In der Lehre legte Adolf Muschk den Fokus auf die Vermittlung von Gegenwartsliteratur und bot regelmäßige Schreibseminare für Studierende und angehende Autorinnen und Autoren an. Er könnte das auch heutzutage machen, vielleicht. Immer wieder ermunterte er die Nachwuchstalente, mutig zu sein und mit ihren Texten über sich selber hinauszuwachsen. In seiner Forschung beschäftigt er sich vor allem mit Gottfried Keller, Goethe und Wolfram von Eschenbach sowie mit der Schnittstelle von Literatur und Therapie. 1979 beteiligt sich Adolf Muschk maßgeblich an der Gründung der Max Frisch Stiftung. Gemeinsam mit Max Frisch und weiteren Literaturgrößen wie Peter Bixel, Peter von Matt und Siegfried Unzelt setzte er sich dafür ein, eine Arbeitsstätte für die Forschung am Werk von Max Frisch an der ETH Zürich zu etablieren, wo Max Frisch ja Architektur studiert hatte. Wir werden heute erfahren, wie es zur Gründung des Max Frisch Archivs kam und was Adolf Muschk außerdem mit seinem Freund und Schriftstellerkollegen Max Frisch verband.
Ab Mitte der 90er Jahre macht sich Adolf Muschke für eine neue Nutzung der Semper-Sternwarte neben dem Universitätsspital stark. Seit diese nicht mehr für die Astronomie genutzt wurde, dient sie als Holzlager. Was Herrn Professor Muschke als totale Verschwendung vorkam. Ihm schwebte vor, eine Graduiertenkolleg, eine Art Denklabor für den geistigen Austausch zwischen den Disziplinen einzurichten, wie es einige Top-Universitäten im Ausland hatten. Es brauchte viele interne Diskussionen und einen langen Atem, ganz besonders von Ihnen, Herr Muschke, lieber Adolf, bis im Jahre 1997 das Collegium Helveticum in der Sternwarte eröffnet werden könnte. Adolf Muschke wurde zum ersten Leiter ernannt. Und seit Oktober 2004 wird das Collegium Helveticum von ETH und Universität Zürich gemeinsam getragen. Und 2016 kam auch die Zürcher Hochschule der Künste als dritte Trägerhochschule hinzu. Mit Adolf Muschs Emeritierung im Jahr 1999 endet aber nicht die gemeinsame Geschichte. Nein, die gegenseitige Verbundenheit hält seither an. Wir freuen uns auch sehr, dass Herr Muschke, lieber Adolf, immer wieder Gast an der ETH-Veranstaltungen ist und uns in seiner gewohnt kritischen Haltung wertvolle Gedanken zu unserer Arbeit mit auf den Weg gibt. Sie sehen, liebe Damen und Herren, wir haben es mit einer prägenden Persönlichkeit zu tun, die auch an der ETH vieles in Bewegung gesetzt hat. Zwei Aspekte möchte ich hier besonders würdigen. Sein Ringen für mehr Interdisziplinarität, welches er mit der Gründung des Collegium Helveticum zum Ausdruck brachte, und sein Anhalten zum kritischen Denken. Heute im Jahr 2019 gehören diese beiden Werte, Interdisziplinarität und kritisches Denken, zu den Top-Prioritäten der ETH. Interdisziplinarität, davon bin ich überzeugt, ist heute wichtiger als je zuvor. Sie ist der Schlüssel zur Innovation. Und wir können den globalen Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, sei es in der Energie- und Umweltfragen, im Gesundheitswesen oder im Bereich Datenwissenschaft, nur wirksam entgegentreten, wenn die besten Köpfe über die Grenzen der Disziplinen denken und zusammenarbeiten. Adolf Muschke ist für mich der Inbegriff eines Critical Thinkers und war es schon lange, bevor die ETH ihre Critical Thinking Initiative ins Leben rief. Er ist jemand, der sich einmischt im positiven Sinne und den Mut hat, sich zu exponieren. Genau dahingehend wollen wir auch unsere Studierenden ausbilden. Sie sollen nicht nur Fachwissen lernen, sondern über den Tellerrand hinaus blicken. Den Mut haben Bestehendes zu hinterfragen, gesellschaftliche Konsequenzen in ihr Tun einzubeziehen und eine aktive Rolle in der Gestaltung unserer Gegenwart und Zukunft einnehmen. Eine Prise Muschke für alle unsere Studierenden, dann wären die Ziele der Critical Thinking Initiative fast schon erreicht. Wir kommen zum Schluss, zumindest für mich. Das Ganze beginnt, die richtige. Und kehren nochmal zum Anfang zurück, nämlich dem Geburtstag von Adolf Muschke.
Was wünscht man jemanden zum 85. Geburtstag? Jemanden, der auf ein so reiches Leben zurückblicken darf. Gesundheit, Zufriedenheit, natürlich. Aber das wünscht man allen zu jedem Geburtstag. Daher möchte ich dir, lieber Adolf, hier einen speziellen ETH-Wunsch aussprechen. E für Energie. Für alles, was dir wichtig ist und was du noch anpacken wollen will. T für Teilhabe. Am Leben ganz allgemein, in Kreise deiner Liebsten, aber auch am politischen und intellektuellen Diskurs. Mischst du dich weiterhin ein? Humor. Das Wichtigste überhaupt. Natürlich muss eine Brite in diesen Tagen so etwas sagen. Und wenn ich auch der ETH etwas zu deinem Geburtstag wünschen darf, dann, dass deine große Verbundenheit mit der ETH, die mir und vielen anderen an der ETH viel bedeutet, noch lange anhält. Vielen Dank. Ich möchte auch denjenigen Stellen danken, die den heutigen Abend ermöglicht haben, insbesondere dem Max Frisch Archiv unter der Leitung von Dr. Tobias Amslinger, der ETH-Professor für Literatur und Kulturwissenschaft von Professor Andreas Kilke sowie dem Literatur Zürich für die Zusammenarbeit. Und Ihnen, liebe Gäste, danke ich für Ihr Kommen und Ihr Interesse. Schnell das Ding anschalten. Genau. Prima. Sehr geehrte Frau Rektorin, liebe Sarah, ganz herzlichen Dank für diese Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine große und besondere Freude zu sehen, wie viele, ich sag mal, Weggefährten, Familien, Freunde, Bekannte, vielleicht auch nicht ganz Nahbekannte oder auch dann eben Nahbekannte hier sind, um dieses Ereignis, eben diesen Geburtstag hier an der ETH mit uns gemeinsam zu begehen. Wir können hier natürlich nicht Geschenke austeilen, es ist ein symbolischer Geburtstag. Wir können über Arbeit reden, über Schreiben, über Denken, über kritisches Denken reden. Und das wollen wir in der folgenden Stunde gemeinsam tun. Das heißt, Herr Amslinger und ich sind die Fragenden und die Hauptperson ist Adolf Muschk, der vieles aus einer 30-jährigen Zeit erzählen kann, was für uns schon gewissermaßen Geschichte ist. Und da wollen wir, glaube ich, direkt anfangen, lieber Herr Muschk. Sie waren 3 Jahrzehnte hier an der ETH, Sie haben aber die ETH vielleicht auch schon vorher im Blick gehabt. Was war Ihre erste Berührung mit der ETH? Lieber Herr Kilcher und liebe Sarah Springmann, Herr Amslinger, erlauben Sie, dass ich einfach mich für Ihre Anwesenheit erst einmal herzlich bedanke, für Ihre und Eure Anwesenheit, also in Du-Form und in Sie-Form. Die größte Höflichkeit, finde ich, schuldet man den Menschen, die man sonst mit Du anredet. Aber ja, das ist ein besonderer Tag, natürlich ein misstrauenerregender. Denn wenn man anfängt, in Fünfern zu zählen, ne, also dass der 80. gefeiert wird, ist ja nett. Der nächste wäre der 90. Dann weiß man aber natürlich nicht, ob es dem dann reicht bis zum 90. Also schaltet man den 85. rein, aber ich kann Ihnen sagen, es ist viel, viel, viel besser als nichts. So, und jetzt zu
Ihrer Frage, lieber Herr Kilcher. Ich habe eine familiäre Beziehung zur ETH. Das klingt anmaßlich, aber ich hatte selbst eigentlich keine Ahnung davon. Denn ich war ein noch nicht einmal pubertärender Junge, als mein Vater starb. Und er war ein sehr, sehr christlicher Lehrer in Zollikon. Das passte nicht so ganz zusammen. Er war Redaktor des Zollikon Boten, in dem er gegen den Lippenstift wetterte und gegen die Fasnacht und vor allem gegen das Frauenstimmrecht. Und dann nach dem Krieg wurde ihm die Reaktion des Zollikon Boten entzogen und dann hat er nicht mehr lange gelebt. Meine Mutter war schon krank in jener Zeit, schon längere Zeit, was man damals gemütskrank nannte. Und was macht man jetzt mit einem damals 13-Jährigen oder zwischen 12 und 13, der gerade das erste Jahr im Gymnasium war? Meine Halbgeschwister, ich hatte respektable, aber auch respektheischende, aber von der nächsten Ehe meines Vaters ziemlich weit entfernte Halbgeschwister, die fanden also, was ich jetzt brauche, sei keine kostspielige Erziehung, sondern eine normale Ausbildung. Schneider wäre etwas und Waisenhaus gehe auch. Also das zusammen. Und dann kam der Deus Ex Machina. Ich hatte einen Nachbarn, den ich kaum kannte, mit dem größten Respekt sah ich ihn hier und da durch sein Fernrohr gucken. Er war aber der Vater meiner Schulfreunde und er hieß Pallmann. Und diesem Pallmann hatte mein Vater offenbar eine Art, auf seinem Sterbebett, eine Art Ehrenwort abgenommen, dass er sich gegen meine eigenen Halbgeschwister notfalls sozusagen für mich einsetze. Und das hat er gemacht. Also als mein Vater tot war, hat er mich ein halbes Jahr zu sich nach Hause genommen und hat für mich dann in ein von mir verfluchtes, aber im Ganzen wohl nützliches Internat gesteckt, nach Schiers. Ich ging furchtbar ungern vom Zürcher Gymnasium weg, kam mir im Exil vor, aber er hat mir natürlich das Leben gerettet oder mich für dasselbe gerettet. Und dieser Pallmann ist darum eine so wichtige Figur, weil, was uns damals nicht speziell wichtig war, er war Präsident des Schweizerischen oder Eidgenössischen Wissenschaftsrates, so hieß das damals, und zugleich also der oberste Vorgesetzte der ETH. Und nachdem er dieses hohe Amt erhalten hatte oder bezogen hatte, hat er aus, ja, wie soll man sagen, aus Rechtsgefühl fast seinen ganzen Umgang mit den ehemaligen Kollegen abgebrochen, weil er nicht wollte sozusagen zum Anlass für Vetternwirtschaft werden. Und davon haben seine Kinder und ich als Ziehkind ungemein profitiert. Wir haben fast jeden Samstagabend riesige Gespräche über Gott und die Welt und natürlich vor allem über die ETH gehabt. Und da gab es einen Professor Karl Schmid, dem er ein bisschen misstraute, weil er die Geisteswissenschaften so groß schrieb. Und ich habe dann diesen Schmid verteidigt, obwohl ich wenig von ihm wusste. Aber ich hatte immerhin dann angefangen, ihn zu lesen. Das ist ein Buch über Neutralität, sein Buch über Geisteswissenschaften, sein Buch über die Schweiz und die Kleinheit, die Besoin de Grandeur und so weiter. Kurz, ich war in diesem Hause Pallmann einfach zu Hause, aber immer so auch mit dem Gefühl, so ganz dazu gehöre ich nicht. Aber die Privilegien, die wir genossen, das Größte war, dass wir mit der alten Lancia von Hans Pallmann in die ETH fuhren. Es gab im Hof der ETH sage und schreibe 3 Parkplätze. Und einen davon durfte er haben. Und da durften wir vorfahren von der ETH, so wie Prinzen, die Kinder und ich. Und dann durften wir an unser Gymnasium. Das war ja nur noch ein paar Schritte entfernt. Dann so fing meine ETH-Beziehung an. Und sie hat sich eigentlich, dieser Hans Pallmann war so wie ein, ich weiß nicht, was das Gegenteil einer guten Fee ist. Er war ein sehr kritischer Begleiter. Und
Keineswegs, er hat es mir nie leicht gemacht. Das danke ich ihm immer noch. Aber er hat mich zum Beispiel mal alleine mitgenommen in sein Lieblingsgebiet in der Schweiz, in den Nationalpark. Und wir haben in Ilforn übernachtet und ich habe mit ihm gefrühstückt. Das waren Privilegien, die ich im Rückblick als im Grunde meine Verwurzelung in diesem Haus betrachte. Da fing es emotional an. Und weiter ist es dann so gegangen, dass ich, als ich in der Tat dann Germanistik studierte und wie man das halt wird, jedenfalls in der Schweiz, nachher wird man Gymnasiallehrer, das war damals furchtbar leicht, das darf man gar nicht mehr laut sagen. Ich habe eigentlich den ganzen zweiten Teil meines Studiums als Hilfslehrer für Deutsch an etwa 4 verschiedenen Gymnasien, angefangen in Davos, in der Alpinen Mittelschule, selber verdient und ich bin gut damit durchgekommen. Und die Schule, die ich mir dann ausgewählt habe, um dahin gewählt zu werden, um mich so prinzlich auszudrücken, war die, damals hieß sie noch die Oberrealschule. Heute heißt sie Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium. Und schon damals hat mich also irgendetwas nicht in den Mainstream des Gymnasiums, ich hätte ja als Literargymnasiast, und zwar als zunehmend Überzeugter, ich bin es noch viel mehr überzeugt als damals, ich hätte dorthin gehört oder die Realschule, wo sie wenigstens noch Latein gelernt haben, wie mein Göttinger Chef später gesagt hat, der Mensch fängt beim Latein an. Also bei mir gehörte noch sogar noch Griechisch dazu und beides habe ich dann nicht unterrichtet, sondern ich habe eigentlich dann die Geisteswissenschaften abdecken müssen gegenüber einem zukünftigen ETH-Publikum. Ja, das. Ja, das waren im Grunde die Studenten von morgen, die nachher an diese Schule kamen. Und darunter gab es dann auch Leute, die, das ist ein bisschen ungerecht gegenüber den anderen, die mir fast noch mehr bedeuteten. Da gab es zum Beispiel einen Jungen aus Ecuador oder Brasilien, hieß Mario Erdheim, ein ausgewanderter Jude. Und hätte an jedes andere Gymnasium gehört, nur an nicht an die mathematisch-naturwissenschaftliche Schule. Ist bis heute ein bekannter Psychoanalytiker. Aber diese, oder ein jener von Kappi, der einmal, das darf ich erzählen, ne, dass einmal, als ich ein Skilager leiten musste, was ohnehin abenteuerlich war, das glaubt meine Frau heute nicht mehr. Es war auch nicht, stimmte auch alles nicht so ganz. Aber wir waren in Adelboden in einer Bar und dann die Jungen, diese Oberrealschüler, waren im Allgemeinen vom Lande und braver als die anderen Gymnasiasten. Aber dieser Jenö von Kappi, das war ein Wetterskerl und er holte eine Dame, die Dame eines deutschen Ministerialbeamten von der Bar und bat sie zum Tanz. Und dann tanzte er so mit ihr, dass der Ministerialbeamte eigentlich zunehmend rot wurde. Und als er dann zu uns kam, zu den Schülern, und wir fragten, wo hast du so ganz gut tanzen gelernt, hat er gesagt, das kommt von Erfahrungen Sexuelles. Das war so. Das waren so meine Freaks an der Oberrealschule. Und die Freaks habe ich natürlich dann auch an der ETH wieder angezogen. Denn die gab es natürlich auch hier. Damals fingen sie an, Umweltwissenschaftler zu heißen. Die gehörten so nicht ganz zum Mainstream der Schule. Aber das waren die Leute, die ich dann besonders gern und für mich besonders fruchtbar in meinen Veranstaltungen begrüßt habe. So, das war jetzt lang genug auf die Frage. Genau, zu der nächsten Stufe kommen wir gleich, ETH 2. Bevor Sie dann selbst auch an die ETH gegangen sind, haben Sie ja noch einige Umwege gemacht, könnte man sagen, und eigentlich auch verschiedene Berufe gleichzeitig verfolgt. Zum einen haben Sie eigentlich sehr zielstrebig eine Germanistenlaufbahn weiter verfolgt. Sie waren in Tokio, Sie waren in Göttingen, Sie waren in den USA, Sie waren in Genf Mitarbeiter, also jemand, der sich akademisch profiliert. Auf der anderen Seite eben die schriftstellerische Tätigkeit. 1965 erschien Ihr erster Roman Im Sommer des Hasen und Sie haben sich auch dort im Literaturbetrieb schnell einen Namen gemacht. Es heißt, man habe Ihnen zum Beispiel die Stelle des Cheflektors im S. Fischer Verlag angeboten oder auch die Weltwoche wollte Sie als Redaktor im Feuilleton gewinnen.
Das habe ich mit Rührung wieder gelesen in ihrer Skizze. Ich dachte, das ist längst vergessen. Also es gab neben dem ETH-Gen in meiner Jugend, gab es natürlich ein womöglich doch stärkeres, weil es in meinem Vater vereinigt war. Er war Schulmeister und er war der typische moralische Feierabendschriftsteller. Und er hat mit seiner alten Olivetti-Maschine oder vorher ins Unreine von Handschriften, diese Pressbandhefte, hat er erbauliche Geschichten geschrieben. Und ich habe gelernt, in meinem frühesten Leben sozusagen zum Einschlafen und beim Einschlafen, als zukünftiger Mann muss ich zwei Dinge werden, Schriftsteller und Lehrer, wie mein Vater. Und beide Komponenten wurden dann noch verschärft durch die Fortsetzung meines Vaters in der anderen Linie, nämlich seine aus erster Ehe. Der Walter Muschk war Professor in Basel für deutsche Literaturgeschichte und war von meiner zweiten Familie meines Vaters ziemlich weit entfernt, aber für mich emotional nicht weit entfernt, sondern ich habe nach dem Tod meines Vaters mich ungemein innerlich nach ihm modelliert. Passte insofern, das werden die älteren Herrschaften hier drin noch wissen, passte insofern gar nicht zu Emil Steiger, denn Walter Muschk und Emil Steiger waren die Antipoden par excellence im schweizerischen Literaturbetrieb. Der eine mit seiner tragischen Naturgeschichte, der eigentlich hatte Dichter werden wollen. Als er noch in Berlin Student war, im grünen Berlin der 20er Jahre, hat er ein Drama geschrieben, Babylon. Und das war toll dreist. Und seine engste Freundschaft war eben nicht mit, sagen wir mal, Lokalmatadoren der Literatur wie bei Emil Steiger, sondern das waren Döblin und das waren Hans-Henny Jahn, das war die zeitgenössische Literatur, das war seine Welt. Und da kommt etwas natürlich bei mir rein, was bei meinem Vater sicher nicht angelegt war, wo eigentlich alle Bücher beim lieben Gott enden mussten, wenn sie nicht beim Teufel enden wollten. Aber das Drama, das ich da geerbt habe, dramatische Potenzial kommt von Walter Muschk und hat mir natürlich sowohl Elend wie Glücksmomente beschert. Unter anderem diejenigen, dass ich mit ihm einen kurzen Honeymoon erlebt habe, als ich die Abitur gemacht habe. Und dann habe ich mich, ich Dummkopf, bei Steiger damit Expressionismus, ich konnte ja nicht bei Walter Muschk studieren, aber ich habe bei Steiger damit Expressionismus nun wirklich nichts anfangen konnte, über Barlach promoviert. Und Barlach war der Autor meines Bruders in Basel. Also ich hatte das Glück, dass Steiger meine Dissertation kaum gelesen hat, aber durchgewinkt. Er hat sie bis Seite 14 gelesen, denn bis dahin gehen seine Bleistiftmarkierungen. Da nehme ich an, das waren noch idyllische Zeiten der Hochschule. Er hatte, glaube ich, auch sehr viele Doktoranden, Steiger. Er hatte sehr viele und hat sich von ihnen nicht, sagen wir mal vorsichtig, nicht seine ganze Zeit rauben lassen. Ja. Das machen wir heute anders. Nur, dass es klar ist. Das ist mir völlig klar. Das machen auch die Germanisten an der Hochschule heute anders. Es waren noch glückliche Zeiten damals. Da gab es die Donnerstagvorlesung an der ETH, wo eigentlich, also da kannte Freifachabteilung an der Uni, Steigers, da war der ganze Zürichberg versammelt. Und das war natürlich das, wovon wir dann in der Abteilung 12 nur geträumt haben. Wir sind aber dem Steiger davon gelaufen, nicht alle, aber einige, zu Karl Schmid. Das war dann wieder das Pallmann-Gen. Also da haben wir, bei Karl Schmid haben wir eben Schriftsteller angetroffen. Und da hörte die deutsche Literatur nicht beim jungen Brecht auf, sondern da sah man diese Spezies tatsächlich lebendig vor uns stehen. Und er hat sie eingeführt. Und insofern war die, wenn ich es jetzt, man kann es sowas ja nicht berechnen, aber wenn man es könnte, hätte die ETH für meine germanistische Laufbahn, in Anführungszeichen, die wichtigere Rolle gespielt als die Uni. Der wichtigste Einfluss der Universität war der alte Max Verli. Alt kam er uns damals vor, war noch nicht alt.
Meine erste Seminararbeit habe ich über Farben bei Wolfram von Eschenbach gemacht. Und da habe ich die Entdeckung gemacht, für mich war sie sensationell, für die Germanistik eigentlich nicht, dass alles, was mit Liebe zu tun hat, bei Wolfram rot und weiß kodiert ist und was mit dem Gral zu tun hat, schwarz und weiß. Das war mal was anderes als das übliche Schwurbeln über den Gral. Ne? Und da hat mir Werli ungemein geholfen und hat mich dann später zu diesem Roten Ritter begleitet. Aber jetzt noch das dritte Gen neben dem Muschkschen und dem Palmanschen war natürlich ein anderes Muschkschen Gen von der Halbschwester Elsa, die in den 20er Jahren als Gouvernante mit einer Familie, die später auch ins Verlagsgeschäft gestiegen ist, nämlich bei Suhrkamp, aber in den 20er Jahren noch im Textilgeschäft war, Reinhard Winterthur. Für diese Familie ist sie, respektive für die Söhne, als Gouvernante angeheuert worden. Die Lehrerinnen waren um 20 herum noch arbeitslos im Kanton Zürich. Sie war froh, diese Stelle zu kriegen und hat dann mit diesen Müllers, Prokuristen, eine Weltreise nach Japan gemacht und hat da drei Jungen zu erziehen gehabt, die inzwischen, wenn sie noch leben, Honorarkonsule oder Ehrenhonorarkonsule Japans geworden sind. Und diese Elsa Muschk hat ein Buch geschrieben, Hansi und Ume unterwegs. Hansi und Ume kommen wieder. Ob sie es glauben oder nicht, das ist das erste Buch, das ich gelesen habe als fünf- oder sechsjähriger. Was war das Thema? Japan, Reise nach Japan. Also kam zum Lehrerwerden, zum Schreiben, kam noch Japan hinzu. Denn dieses Buch spielte in meinem Elternhaus, das war ja auch ihres. Der Vater lebte noch, die Mutter war ausgewechselt. Und diese Ume war eine idealisierte, sie hat das Buch 10 Jahre nach diesem Aufenthalt geschrieben, war ihre idealisierte Freundin Miriam Forster, die sozusagen alle jungen Mädchen Zürichs in meiner Gymnasialzeit im Ballett unterrichtet hat. Das war ihre Freundin, es war eine für damalige Verhältnisse mutige lesbische Freundschaft. Und sie hat sozusagen dieses Buch dann dieser Miriam Forster gewidmet. Aber innerlich war es mir gewidmet, denn ich entdeckte da mein Programm drin. Man muss nach Japan reisen. Was irgendeinmal muss man auch eine Japanerin heiraten. Prostatsko. Vielleicht darf ich trotzdem an die ETH zurückkommen. Ja. Also nach Japan, obwohl das schön wäre. Sie haben ja gerade schon angesprochen, wie die Situation war, als Sie hier hinkamen und in einer Entscheidungslage, wahrscheinlich war es noch nicht so ganz klar, Schriftsteller oder Germanist, Literaturwissenschaftler. Ich meine, wir wissen, dass beides draus geworden ist und dass Sie wie wenige beides verbinden konnten. Aber die Konkurrenz war doch da. Wenn man, ich bringe jetzt zwei Zitate in die Zeitung, schaut, die NZZ hat bei ihrer Berufung geschrieben, obwohl er einige Bücher schon geschrieben hat und Autor ist, hat man ihn dann berufen als Professor, was glücklich ist. Und das war ein bisschen säuerlich. Ja, es war säuerlich, aber noch interessanter finde ich dann Max Frisch, der 1977, als sie ihre Habilitation über Keller dann publiziert haben, hat sie rezensiert, ich glaube im Spiegel war das, und hat da geschrieben, das fand ich noch bezeichnender eigentlich für vielleicht eine analoge Haltung, hier schreibt nicht der Professor für deutsche Literatur an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, sondern der Schriftsteller, der über sich ins Klare kommen will. Wie ist dieses Verhältnis? Um das jetzt wieder tüchtig zu verunklären. Gut. Die Geschichte, die Sie richtig referiert haben, ist absolut mehrbötig. Es stimmt, dass mich Karl Schmidt praktisch eingeladen hat, obwohl er uns persönlich, das muss ich dazu sagen, nicht begegnet sind vorher. Mhm. Bin 2-3 Mal habe ich ihn angetroffen bei einer öffentlichen Veranstaltung. Hat mir gesagt, ich soll mich bewerben. Und dann war das eine sehr, offenbar eine harte Sache in dieser Jury, hätte ich beinahe gesagt, in der Kommission, denn eine Stimme gab den Ausschlag. Eigentlich wollte man mich nicht. Aber er hat sich verbürgt, dieser Muschk wird
die fehlende Habilitationsschrift innerhalb von 2 Jahren nachliefern. Was ich erst viel später erfahren habe, es war genau sein eigener Fall. Als er an die ETH berufen wurde, kam, ja, aber der hat ja nur fürs Militär gearbeitet, er war ja ein hohes Tier im Generalstab. Der hat ja nur als Artillerieoberst gearbeitet oder für die geistige Landesverteidigung. Gibt ja nichts Germanistisches von ihm. Und sie haben ihn, der damalige Schulratspräsident hat gesagt, aber den will ich, fertig. Und das war, als ich hinkam, nicht so einfach. Also es gab ein Ehrenwort von Karl Schmid und ich habe dieses Ehrenwort gebrochen. Es kam innerhalb dieser 2 Jahre die versprochene, von mir versprochene Schrift über Gottfried Keller nicht. Dafür kam ein Erzählungsband. Und dann starb Karl Schmid. Und ein lieber Kollege an der ETH hat mir dann gesagt, daran sind Sie mitschuldig. Und ich bin dann habe mir es zu Herzen genommen. Das habe ich in dem Aufsatz nicht geschrieben damals in der NZZ. Ich bin dann nach Bern gereist und habe, weil Hürlmann gehört hatte, dass ich zurücktreten wollte. Hürlmann war damals Innenminister, hat er mich kommen lassen und hat mir das ausgeredet. Das war natürlich ehrenvoll, aber auch der Wurm ist immer im bisschen geblieben. Und dass ich, wenn ich über Keller gearbeitet habe, vor allem ein Motiv immer wichtig gefunden habe, weil es auf mich selber zutraf, war das Versäumen, Verpassen, Verschleppen. Was ist der grüne Heinrich verschleppt worden? Ne? Er hat sein Leben verschleppt. Zuerst wollte er Kunstmaler werden, weil er von derselben Schule geflogen ist, für die sich sein Vater als junger Handwerker, für deren Gründung er sich eingesetzt hat. Ne? Diese damalige Industrieschule war vom Vater Keller, vom Handwerker Keller, mit auguriert. Dann geht sein Sohn dahin und wird nach 2 Jahren rausgeschmissen, weil er an einer Demo teilgenommen hat gegen einen ungeliebten Lehrer. Und wie es der Witz so will, dieser ungeliebte Lehrer war ungefähr der einzige liberale Lehrer an dieser Schule. Alle anderen waren Konservative, ne, spätere Blunschli-Anhänger. Also fast alles hat er falsch gemacht, der junge Keller. Dann wollte er Künstler werden, war in München, wo er wenigstens Schweizer Mundart reden konnte, weil da so viele gestrandete Schweizer Maler werden wollten. Wurde nichts. Dann ist er mit einem Stipendium Eschers nach Heidelberg. Dort hat er sich Gott abgeschminkt bei Feuerbach und ist nachher, um Theaterdichter zu werden, nach Berlin geworden. Wurde nichts. Dann schildert er sein Scheitern in einem Roman, von dem er sicher ist, das wird auch nichts. Dieser Roman ist der grüne Heinrich. Ne? Also säumen, träumen, versäumen ist ja sozusagen ein Dauerwort im grünen Heinrich. Er hat es auch versäumt, an die ETH zu gehen. Ja, er hat es versäumt, an die ETH zu gehen. Ja. Er hätte kommen können. Ja, ja. Also das waren die sagenhaften Zeiten, wo ein Machtwort Eschers genügt hätte, ihn zu berufen, über alle Kommissionen hinweg. Und der hatte nicht irgendeinen Abschluss. Er hatte noch nicht mal, der grüne Heinrich war noch nicht mal wirklich bekannt. Er hatte nur das für damalige Verhältnisse relativ richtige Parteibuch. Und er war freisinnig und er war sogar Freischärler gewesen, der junge Keller. Soweit ist Escher nicht gegangen. Und nachher hat er den Escher dann auch ziemlich auf die Gabel genommen. Und Chapeau, Escher hat es ihm gedankt, in 3 Anführungszeichen, indem er ihn zum Staatsschreiber promoviert hat nachher. Also die ganze Geschichte ist so voller Nücken und Tücken, so voll Generosität und Infamie, wie jede unserer Biografien, wenn man sie näher ansieht. Aber bei Keller kann man das säumen, dass ich im ganz Bescheidenen, ich war ja viel zu brav, um den Mut zu haben, wirklich zu säumen. Ich war ja meiner Mutter schuldig, Professor zu werden. Ihr Leben musste sich doch gelohnt haben. Ich war ja auch schuldig, Offizier zu werden. Also habe ich die Offizierschule gemacht. Mit einer Inbrunst, die mir heute rätselhaft vorkommt. Ich musste was werden. So bin ich halt auch ETH-Professor geworden und habe ein bisschen versucht, mich dabei selber zu unterlaufen.
und Vater und seinen Pressbandheften, ohne seine glücklichen Ausgänge treu zu bleiben. Im Grunde habe ich wahrscheinlich für den inzwischen verstorbenen Halbbruder geschrieben, dem ich es nach dem Tod noch zeigen wollte. Nicht Waisenhaus, nicht Schneider. Wenn schon Schneider, dann Texte. Ja. Texte sind auch Gewebe. Ja, ja. Und wenn schon, dann an der ETH. Richtig, ja, das war Palmann. Ne? Ja, ja, genau. Und der hat es nicht mehr. Der hat es nicht erlebt. 65 ist er gestorben. Mhm. Und seinen Segen habe ich insofern noch mitgenommen, als am Vortag seines Todes war er schon schwer herzkrank, kam er in meine erste Zürcher Lesung in die Meise. Mhm. Und es war ein sauheißer Tag. Und ich las aus dem Sommer des Hasen. Am nächsten oder übernächsten Tag lag er tot im Bett. Ne? Mhm. Also das vergesse ich. Es gibt viele Leute, denen ich etwas nie vergesse. Und wenn ich einen, den ich nicht vergessen wollte, ist er mir fest vorgenommen. In diesem Haus möchte ich einen Namen nennen, der mir inzwischen viel teurer geworden ist, als er mir damals war. Und das ist der Name Bergier. Bergier. Bergier war mein Kollege, ein nicht nahestehender Kollege, von seiner ganzen Lebensart her nicht, der nachher vom Bundesrat in dieser bekannten Kommission verheizt wurde. Und er hat am Schluss wie ein Verbannter, natürlich gab es auch private Gründe wie immer, wie ein Verbannter in der Welschen Schweiz gelebt. Und versuchen Sie es mal bei Google über diese Kommission, die er geleitet hat, etwas zu finden oder viel zu finden. No likes, no likes. Und das hat er getragen. Und er war kein politischer Extremist. Mhm. Er war ein Gentleman in jeder Hinsicht des Wortes. So, jetzt Schluss. Vielleicht noch mal zu Gottfried Keller ein bisschen anders gewendet. Gottfried Keller war dann eben ja auch Gegenstand Ihrer Lehre hier an der ETH, in dieser Abteilung 12 für Geistes- und Sozialwissenschaften, wie das damals hieß. Wenn man zurückschaut, dann ist erstaunlich eigentlich, wie prominent die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer damals in den 70er Jahren an der ETH besetzt waren. Also sie waren eben gar nicht der einzige Literaturprofessor. Ja. Es gab noch einen weiteren, es gab einen, es gab sogar einen Professor für rätoromanische Literaturwissenschaft. Und trotzdem konnte man ja als Student hier nicht Literaturwissenschaft studieren. Das heißt, Ihre Hauptzielgruppe waren eigentlich die Studierenden der technisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Und da würde mich interessieren, wie haben die Studierenden, die hier an die ETH gekommen sind, um Ingenieure, um Chemiker oder Mathematiker zu werden, wie haben die solche Lehrangebote wahrgenommen? Darf ich, ohne hoffentlich zu lang zu werden, zu sagen, Ihre Frage hat eine ungeheuer lange Vorgeschichte. Die Vorgeschichte fängt mit der Gründung der ETH an. Denn Escher wollte keine ETH. Escher wollte eine Bundesuniversität hier. Und die National- und vor allem der Ständerat haben sie ihm abgeschmettert. Sie haben ihm das Technikum gegönnt. Das war ja nicht so wichtig. War vor allem nicht politisch. Und er hat auf kaltem Wege gegen seine eigene kantonale Universität, was sie ihm später nie vergessen hat, bis heute nicht vergessen, ganz vergessen, hat er eine Freifächerabteilung eingerichtet, die viel, viel höher dotiert war, finanziell und für ihn auch intellektuell, als die Universität, die man ihm versagt hatte. Also wenn Sie die erste Staats- oder wie heißt sie, staatsphilosophische Geistes- oder staatsphilosophische Abteilung ansehen. Da waren aus allen europäischen Ländern waren Leute da, man konnte sie nach 48 holen, ne, abschöpfen. Das war die dissidente Intelligenz, Chalamet-Lacour in Frankreich auf der Seite der Antibonapartisten und so weiter. Der nachmalige Kultusminister von Belgien, der große Kritiker des Sanctis, der große Professor Fischer aus Tübingen, wie heißt er? Friedrich Theodor Fischer. Friedrich Theodor Fischer. Ästhetik und
Goethe-Parodie. Hinkel, ne? Mhm. Und ein einziger Schweizer, das ist fast wie heute an der ETH. Ein einziger Schweizer in der Freifachabteilung, aber was für einer, über den werde ich, Atzko, ich habe es ja versprochen, nicht lange reden, sonst sitzen Sie morgen noch da. Jakob Burckhardt, also ein Basler, ne? Kein Schweizer. Also, ich rede mit ihm. Ne? Bin auch rede durch seine, ich rede durch seinen Mund. Er hat es ja nur 2 Jahre ausgehalten und wollte nach Basel zurück und hat Berlin ausgeschlagen für Basel. Ne? Übrigens ich auch. Das muss noch müsste noch in Ihren Unterlagen stehen. Ich bin der ETH einmal auch nicht davon gelaufen, als mich Berlin haben wollte. Ich sollte Nachfolger Höllerers werden. Und dann braucht er also keinen Fackelzug, um hier zu bleiben. Aber wieder TU, ne? Wieder TU. Genau. Höllerer gründet ja auch eine Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. Ja, die hätte er weitergeführt. War das für Sie besonders reizvoll, auch Literatur im Kontext einer technischen Schule zu unterrichten? Weil die Leute, die man an der ETH in seinem Hörsaal hatte, die mussten alle nicht da sein. Mhm. Ne? Also sie mussten irgendwo ein Freifach belegen, das war die Bedingung, aber man sagte ihnen nicht, welches. Und ob die zum Musch oder zum Bergier oder zum Roger Kempf oder zum Brian Vickers oder zu wem gehen, war der ETH wurscht, sie mussten nur einen Stempel haben am Schluss. Und viele kamen eigentlich nur für den Stempel, am Anfang und am Schluss. Aber diejenigen, die kamen, waren natürlich jetzt darwinistisch gesprochen eine interessante Selektion. Auch ein für den Dozenten interessante Partner. Die begegnet einem ja dann wieder in den Seminaren, in den kleinen Veranstaltungen. Und neben diesen ETH-Angehörigen, wo ganz bestimmte Abteilungen immer vorkamen und andere nie, interessanterweise waren praktisch nie die Architekten da, weil sie sozusagen ihre eigene Uni hatten, auf dem Hönkelberg, ne, die hatten keine Geisteswissenschaften nötig, die hatten ihre eigene Kunstgeschichte, die auch bei uns war. Und wer auch nicht kam nachher, waren die Computerleute. Wer kam, waren die Physiker. Die interessantesten waren die Physiker und die Mathematiker, später dann die Umweltwissenschaftler. Und ich habe dort einen Typus Naturwissenschaftler kennengelernt, auch die Biowissenschaftler. Ich war sehr wirklich befreundet, auch via Cortona mit Luigi Luisi, einem Biowissenschaftler, Zellforscher. Die Bekanntschaften, die ich auf Professorenebene gemacht habe, waren sozusagen das Gegenstück derer, die ich unter den Studenten machen durfte. Und dann gab es dann nochmal eine Selektion, da waren gar nicht wenige Überschneidungen dabei, also wie sagt man, Schnittflächen. Ne? Es gab dann unter den Schreibarbeitern, unter den Schreibhungrigen eben auch einige ETH-Leute, wenige von der Uni. Aber, und das ist nun der dritte Teil, es war zugleich, waren die Freifächer ein Stück Angebot an die Stadtbevölkerung, Erwachsenenbildung, sozusagen eine Volkshochschule. Man nahm auch, ich weiß nicht, ob es das Literaturhaus schon gab damals, wohl noch nicht, ne? Es war auch ein bisschen Literaturhaus. Und da kamen nicht dieselben Leute wie zu Emil Steiger, aber natürlich eine absolut motivierte Gruppe Erwachsener, älterer Leute, auch manchmal viele verwitweter Frauen, also es waren wahrscheinlich auch Geschiedener, es waren wahrscheinlich für ETH-Verhältnisse schöner Frauenanteil in dem, was die Freifächer zu bieten hatten. Also insofern waren wir der Zeit voraus. Vielleicht darf ich noch was ansprechen, wo Sie der Zeit voraus waren, nämlich Sie haben schon gerade kurz das Stichwort fallen gelassen, Schreibarbeit. Das ist nun etwas, was mittlerweile an den Universitäten existiert. Creative Writing heißt es. Aber was Sie in den 70er Jahren schon entwickelt haben, war, glaube ich, Pionierleistung, zumindest in den europäischen Universitäten. Ich glaube, in der angelsächsischen gab es das schon länger,
in ja, England. Ja. Ich war in Amerika in den spannenden Jahren 67 bis 69. Mhm. Und da gab an der Cornell-Universität, wo ich war, gab es Creative Writing, wie an jeder Universität in Amerika. Mhm. Aber was Sie damit auch getan haben, war natürlich auch den Fokus verlegen von dem Historiker, der sich mit Goethe und was beschäftigt und Parsifal, sich mit der Gegenwartsliteratur zu beschäftigen, was natürlich kommt aus ihrem eigenen Schreiben, das ist ja sicher auch klar. Und aus Karl Schmidt. Ne? Karl Schmidt, der genau dieses Stichwort schon hat entwickelt, aber Sie haben ja wirklich was aufgebaut, was nicht nur für Sie Schreiben erlaubte, sondern ich sage mal für eine mittlere Generation von Autoren, die teils für sich schrieben, aber dann auch teils öffentlich dann erfolgreich wurden. Ich nenne nur Ruth Schweikert, Lukas Berfus, Reto Hennus, also eine ganze Reihe von Autoren, die man heute kennt, waren an der ETH in ihrem Seminar. Hermann Burger, weiß ich, war glaube ich nicht bei Ihnen in dem Seminar, aber war ein eigener Fall, Hermann Burger. Aber jedenfalls, was deutlich wird, Schreiben an der ETH ist nicht nur möglich, sondern es ist ein Ort, wo auch Literatur entsteht. Vielleicht können Sie das ein bisschen entwickeln. Ja, das hat lustigerweise, also die letzte Phase hieß dann, gab es das Collegium Helveticum schon, da waren wir mit einer Veranstaltung, die etwas pompös Holozän hieß, natürlich nicht zufällig, nach Max Frisch, der gerade gestorben war, als wir das aufmachten. Das war im Pallmann-Zimmer. Das ist seltsam, wie das alles dann zusammenkommt. Ne? Aber vorher war das eine kleinere Sache, also was die Teilnehmerzahl angeht. Beim Holozän hatten wir schon eine kleine Jury vorher, damit nicht zu viele kamen, damit es sinnvoll war, etwas zu besprechen. Aber vorher war das eine wunderbare Runde von Freunden und Freundinnen. Einige sitzen da und schreiben immer noch und auch mit Erfolg und mit Befriedigung auch für andere. Und wir hatten den Höhepunkt und den Glücksfall, dass der ETH zusammen mit dem Kanton Tessin auch noch das Hotel Monte Verita gehörte, sodass wir da in Ascona oder über Ascona jedes Mal nach dem Semesterende noch 3 Tage Schreibarbeit hatten. Und ich erinnere mich an so wunderbare Dinge wie, wir haben uns eine Aufgabe, damit die Aufgaben machte ich gewöhnlich dann mit. Lautete eine Aufgabe, etwas, was noch niemand gesehen hat. Da musste man in 3 Tagen etwas finden, was noch niemand gesehen hat. Das konnte natürlich nur etwas Kleines sein. Ne? Etwas Großes haben alle Leute schon gesehen. Oder irgendjemand anders. Also etwas aus der Umgebung, was man sozusagen zu einer Geschichte ausspinnen konnte in den 3 Tagen. Mhm. Und diese on the spur of the moment Sachen, das war toll. Und das ist natürlich, wir hatten damals noch ein Haus im Wallis, ein Sommerhaus im Tal unten. Und da haben wir auch ein paar Mal diese Schreibarbeit abgehalten. Das war ein Convivium. Wir haben auch gekocht miteinander, gegessen miteinander. Und mein Ideal des Collegium Helveticum später, in der ersten Phase noch realisierbar, weil wir dort ja auch Graduate-Studenten hatten, nicht wie heute nur Dozenten, ne? War das Zusammenleben und Zusammenkochen. Und dass das funktioniert hat, wir waren eine Viererbande dahinter. Ich greife jetzt etwas vor. Iso Gamardin, der von Ihnen schon zitierte Rätoromanisch-Professor, Yehuda Elkanah, der für uns eine bahnbrechende Person war, Figur war. Und Helga Nowotny, wir 4 haben das Collegium Helveticum zusammengegründet. Ich war sozusagen nur die schweizerische Speerspitze, wenn das das richtige Wort war. Geschliffen haben mich die anderen. Ja, zum Collegium Helveticum werden wir gleich auch noch mal kurz kommen, aber vielleicht noch mal einen Sprung in der Zeit zurück, auch in die Zeit, bevor Sie an die ETH gekommen sind.
Nämlich nochmal die Frage nach Max Frisch. Max Frisch hat hier an der ETH Architektur studiert. Er ist eine andere Generation als Sie gewesen. Und er war eigentlich schon weltberühmt, als Sie 1965 Ihren Roman veröffentlicht haben, Ihren ersten Roman. Was war die erste Begegnung mit diesem Autor Max Frisch? Ja, das erzähle ich darum besonders gern, weil diejenigen, die die Begegnung vermittelt hat, hier in der vordersten Reihe sitzt, ne? Marianne Frisch. Max Frisch war damals in unser Nonnental gezogen, noch einigermaßen neu da, aus von Rom zurück. Und er war natürlich für mich irgendwo ganz weit weg und hoch oben. Aber mein erstes Buch, 65, das war bei Schifferli verlegt im Arche Verlag in Zürich. Und Schifferli kannte Dürrenmatt schon darum, weil es sein Autor war. Er ist dann nachher zu Diogenes gegangen. Das war eine große Haustragödie. Aber in dem Haus von Peter Schifferli in Ascona trafen sich die Autoren. Das erste Mal getroffen habe ich Max Frisch mit Dürrenmatt zusammen bei Peter Schifferli in Ascona im Haus. Und nachher habe ich einmal mir das Herz gefasst, ihn aufzusuchen, aber ohne mich vorhin anzumelden. Ich wollte einfach mal wissen, wo der wohnt und wie er lebt. Und bin das unser Nonnental raufgefahren, und das ist ja nicht kein Pappenstiel, wie man weiß, ne? Ein paar Kurven. Und an einer dieser Kurven stand eine Dame auf der Straße, und ich wusste nicht, wie weit oder wie nahe ich dem Dorf Berzona war. Und dann sagte, wissen Sie, wo Max Frisch wohnt? Und dann sagte sie, ja, kommen Sie doch mit. Und das war Marianne Frisch, und sie hat mich dann gleich ins Haus geführt. Das war gleich unter der Stelle, wo ich gehalten hatte, und damals fing etwas an, was jedenfalls für mich natürlich eine wunderbare und wie immer bei ihm und bei mir nicht problemfreie Freundschaft war. Trotzdem ist es eine intensive Freundschaft gewesen, auch vielleicht eine Art gemeinsamer Schreibarbeit, könnte man sagen. Sie haben sich nämlich zum Beispiel gegenseitig auch Werke lektoriert. Intensive Kommentare gibt es da zu neuen Texten. Wird ein kurzes Zitat: Max Frisch schickt Ihnen sein Manuskript zum Dienstbüchlein, also diesem armeekritischen, skeptischen Buch, und schreibt hier also das Skript zur kritischen Begutachtung durch einen Offizier. Ja, auch das ist ganz frisch, ne? Also so viel Ironie wie in dieser Ermächtigung. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie viel Ermächtigung da drin. Aber es hat eben auch einen Hintergrund. Er hat ja im Gegensatz zu mir als Kanonier Grenzdienst getan und den Kopf wirklich hingehalten. Da war ja, was ich tat, ein Zuckerlecken. Ne? Also er hatte ein Recht, den Offizier spöttisch zu zitieren, aber ich bin stolz darauf, dass er mir das Manuskript trotzdem geschickt hat. Er schreibt dann, auch literarische Kritik vor dem Druck stets willkommen. Vor dem Druck, ja. Ja, die hübscheste Frischgeschichte, die ich jetzt, klingt ein bisschen großmäulig, aber ich packe sie jetzt doch aus. Der Kanzler Helmut Schmidt machte einen Besuch bei Mao, der lebte damals noch, und hat Max Frisch mitgenommen. Große Leute nahmen damals gerne einen Schriftsteller als Garnitur irgendwo hin mit. Und schrieb Max Frisch einen Aufsatz im Spiegel, für den Spiegel, mit dem schönen Titel: Nein, ich habe Mao nicht gesehen. Das war wieder, natürlich, der Herr Schmidt mochte sich das gesagt sein lassen. Das war durchaus so gemeint. Ist eine Idiotie, ne? Den Frisch nicht zum Mao zu lassen, aus irgendwelchen Protokollgründen. Also es war auch ein gekränkter Aufsatz. Und dann haben die Chinesen sich das zu Herzen genommen und haben eine Extra-Expedition für Max Frisch ausgerüstet und sagten ihm, bitte wählen Sie aus, wen Sie da mitnehmen wollen. Und da hat er gesagt, keine Dilettanten, nur Leute, die von China was verstehen. Ich glaube, das ist froh, dass es dann nicht hat erleben müssen.
Da war zum Beispiel ein Professor Etienne, Gilbert Etienne aus Genf, der eigentlich China besser kannte als die Chinesen. Er wusste überall, wo wir hinkamen, wusste, wie viele Mähdrescher da letztes Mal im Einsatz gewesen waren, und so weiter, in diesem Reisfeld. Also solche Leute wurden dann aufgeboten. Und dann Max Frisch, er darf alles, hat 14 Tage vor dem Besuch gesagt, er fuhr nicht. Ich weiß nicht, was ihm dazwischen gekommen ist, vielleicht weiß es Marianne noch. Jedenfalls stand jetzt die chinesische Regierung da, ohne Frisch. Und dann hat sie mich sozusagen als Ersatzmann angeheuert. Und die Pointe war, es gibt dann gleich eine doppelte Pointe. Ich habe ein Buch über diese China-Reise geschrieben bei Jun und habe Max Frisch im Buch mitgenommen. Unter einem anderen Namen natürlich. Ne? Und das wiederum hat ihn natürlich interessiert und darum hat er das Buch gelesen und lektoriert. Also Max Frisch hat sein Bild Max Frischs in einer China-Reise lektoriert, die er selber nicht getan hat. Wunderbar. Geschrieben. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Vielleicht darf ich davon ausgehen, fragen, also Zusammenarbeit, zwei Schriftsteller, kann man sich vorstellen, dass Max Frisch noch mehr bei Ihnen gewirkt hat oder auf unterschiedliche Weise, dass er entweder konkret an Texten mitgearbeitet hat, sie gegengelesen hat, vielleicht am Anfang, oder aber, dass er sie ja auch rezensiert hat, jetzt abgesehen vom Kellerbuch, was wir vorher schon gesehen haben. Oder wie war seine Bezugnahme auf Ihr Schreiben? Hier sitzt eine Frau, die über Max Frisch und seine Gewohnheiten und Schreibgewohnheiten mehr weiß als alle anderen. Das ist Frau Primo, die ich auch herzlich begrüße. Sie war seine Sekretärin und nachher meine. Also wieder mal Nachfolger. Ich hatte bei Frisch ja keine Nachhilfe nötig. Ich gehörte zu denen, die als Stiller erschienen war, den ich übrigens in einer Nacht, eine epochale Nacht, weil sie im Haus meines Halbbruders in Basel war. Ich war gerade Frisch zugelassen. Ich musste ihn Onkel nennen. War ja mein Bruder, aber musste Onkel genannt werden. Und in der ersten Nacht oder zweiten lag der, das war, kann man es datieren, 53, ne, lag Max Frisch Stiller auf dem Nachttisch, auf seinem Nachttisch. Und sobald er es gelesen hatte, habe ich es gelesen, und zwar in einer Nacht. Und habe gewusst, das ist mein Buch. Mit diesem Buch fängt eigentlich das Schreiben in der Schweiz neu an. Und da war aber dann keine Rede davon, dass ich ihn je gesehen oder kennengelernt oder ihm geschrieben hätte. Hätte mich nie getraut. Also die erste Bekanntschaft mit ihm war dann 12 Jahre später. Ne? Also nach 65, im Sommer des Hasen, hat er, glaube ich, registriert und hat auch irgendjemanden ein Lob ausrichten lassen, wie das so zuging. Aber unter Autoren kollegial geworden. Das sind auch einige hier, die das bezeugen können, sind wir eigentlich erst dank der Gruppe Olten, die zwar politische Hintergründe hatten, aber eben die damaligen Dissidenten oder die sich so verstanden, vereinigt haben und etwas hochmütig gesagt, es waren damals die Leute, die schrieben in der Schweiz. Die anderen schrieben auch. Aber anders. Und es gab natürlich einen Anlass. Ja. Der Präsident des Schriftstellerverbands, Herr Zermatten aus dem Wallis, oder Herr Zermatten, denn er war Roman, hat das Zivilverteidigungsbüchlein auf Französisch geschrieben, das in alle Haushalte kam, indem man zum Beispiel zum Bespitzeln der Nachbarn aufgefordert wurde, mal sehen, was der liest. Ne? Und was er liest, dann bitte auch melden. Sowas macht ein Präsident des Schriftstellervereins, Französisch und Deutsch, und dann sind wir ausgetreten aus diesem Verein und haben einen eigenen gegründet. Das war noch tiefer kalter Krieg und ich glaube, die Jüngeren machen sich vom Klima der Schweiz, in dem jemand wie Frisch, das können Sie vermutlich jetzt im Archiv nachlesen, weil man es nicht mehr glaubt, als Landesverräter gehandelt war, ne? Dürrenmatt hat man eher verziehen, der hat nur den Weltuntergang verkündet, aber Frisch hat die NZZ kritisiert.
Das ist schlimm. Das ist schlimm. Und insofern, Dürrenmatt war mir einfach als Berner, als Temperament, ich habe ihn gut gekannt, aber ich war nicht mit ihm befreundet. Bei Frisch, soweit das Wort berechtigt ist, wir waren Freunde, aber er hatte nähere Freunde, also Pixel stand ihm näher. Das war gar keine Frage, das war auch der Mann, der dann seine Todesansprache hielt im St. Peter. Aber was ich nie vergesse, und ich erzähle es darum, weil es anderen auch passiert ist, er hat uns fast alle, die sozusagen zu seinem Kreis gehörten, der sich immer noch einmal im Jahr auf einer Insel, ich sage jetzt nicht welcher, sammelt, damit hat er angefangen, Schriftsteller, Jüngere. Aber er hat am Schluss vor seinem Tod, hat er eigentlich alle einzeln nochmal zu sich geholt. Und alle haben, es klingt so ein bisschen altjüngferlich, wenn ich das gestehe, allen wollte er eigentlich sagen, ich hatte gern. Das hat er allen einzeln gesagt. Und das ist eine für ihn sehr ungewohnte Geste. Das war nicht leicht bei ihm, besonders unter Männern, denn er war ein Macho. Er war ein Rivale, natürlich ein hoch selbstkritischer Macho. Aber der Fond ist unbestreitbar. Und diese Geste, die bei ihm so alles andere als selbstverständlich war, auch wenn er so mit immer mit derselben Wendung, jetzt kommt die Schlussgerade. Ne? Also der Leberkrebs am Schluss, das war die Schlussgerade. Und er hat eigentlich den Tod auch, das Sterben geprobt mit Peter Noll zusammen. Peter Noll war eigentlich nicht von Haus aus sein Freund. Er wurde sein Freund durch das Sterbeschicksal. Und er hat ihn dann nach Ägypten begleitet und dort, wo Noll ja eigentlich nicht mehr hätte hindürfen in seinem Zustand, und ist mit ihm, mit unserer Lufthilfe, mit der Vega, sind sie zurückgeflogen. Und er hat ihm dann das Nachwort geschrieben für das Buch vom Leben, vom Sterben und Tod. Diktat, ne? Über Sterben und Tod. Sterben und Tod. Das war selber sein Probelauf. Hat er mir einmal gesagt, ich wollte wissen, wie das ist. Ich wollte es noch nicht bei mir wissen. Im Archiv könnte man sagen... Du weißt mehr darüber. Im Archiv lebt der Autor eigentlich noch über seinen Tod hinaus weiter, könnte man sagen. Es birgt unzählige Schätze, unveröffentlichte Dokumente. Wir geben immer noch Bücher heraus und können neue Seiten an dem Autor frisch entdecken. Wie war das vor ziemlich genau 40 Jahren, 1979, als Sie sich zusammengesetzt haben in diesem Kreis? Siegfried Unseld, der Verleger, Literaturwissenschaftler Peter Vonmatt, Peter Bixel, Max Frisch und Sie, wie war das, als dieser Entschluss aufkam, ein Max Frisch-Archiv einzurichten? Und wie konnte es, wo er doch eigentlich so eine politisch umstrittene Figur war, ausgerechnet an der ETH dann seinen Platz finden? Ja, er hat uns vermutlich als geeignete Stoßdämpfer betrachtet, ne, diese vorgeschickte Truppe. Aber die Initiative ging ausschließlich von ihm aus. Also wir hätten uns nicht getraut, ihn zu situieren mit seinem, ich meine, das ist ja auch kein Thema, dass man über das mit einem lebenden Autor redet, wenn er einen nicht dazu auffordert. Aber das Literaturarchiv war ausgeschlossen, weil sein Freund Dürrenmatt das gegründet hatte. Da geht man natürlich nicht rein. Ne? Das Literaturarchiv Bern, das war die Gründung Dürrenmatts, und er hat es ja gestiftet und geschenkt und hat dem Bund damit eine ganz schöne Schlange um den Hals gehängt. Ne? Denn der Bund darf jetzt auch sein Haus in Neuchâtel unterhalten, auch wenn es Botta fast gratis gebaut hat. Ne? Also es kommt eins zum anderen. Es ist eine gute Investition von Dürrenmatt gewesen, das Geschenk. Und Frisch
hatte ja immer ein Hass-Liebe-Verhältnis zu seinem eigenen Architekturstudium, zu seiner Zeit als Architekt. Wie überhaupt seine Frühzeit, ja einer recht, wie ich finde, oft sehr ungerechten Selbstkritik unterlag. Er hat die Werke, die er damals geschrieben hat, wollte er in die gesammelten Werke nicht aufnehmen, obwohl ich so ein Buch wie Ruf aus der Stille nichts finde, worüber man sich schämen musste. Aber er hat sich selber, glaube ich, nicht vergeben, dass er damals Teil des Zürcher Teigs war, des Establishments. Er hat eine Meyenberg geheiratet und dort, wo Churchill, als er in Zürich war, übernachtet ist, in Herleberg, in diesem wunderbaren Gut. Er hat diese wunderbare Familie geheiratet, er hat ein Buch geschrieben, J'adore ce qui me brûle, die schwierigen Oder, wo er eigentlich dieses Milieu schildert und ohne die einzige Distanz, die man davon nehmen kann, ist diejenige des Freaks und des Kranken oder des Außenseiters, nicht die politische. Eigentlich ist es ein Stück geistige Landesverteidigung, genauso wie die Blätter aus dem Brotsack, ne? Im Gegensatz zum Dienstbüchlein, das dann Selbstkritik ist und Schweizkritik. Ja, also die Frage war, wie ist es mit dem Frischarchiv zugegangen? Ja, vielleicht auch die Frage, was Sie sich da als Professor an der ETH vielleicht auch für sich oder Ihre Lehre, Ihre eigene Forschung versprochen haben. Wir haben uns schon ausgerechnet, da war Peter von Matt ja der Insider. Er wusste, kannte die Uni besser als ich, die Uni damals. Ne? Ist ja auch nicht mehr die Uni von heute. Aber die Widerstände an der Universität gegen Max Frisch wären vermutlich unüberwindlich gewesen, politisch unüberwindlich. Ne? Das war sozusagen Teil des NZZ-Komplexes. Mhm. Und die ETH weniger. Obwohl es natürlich auch hier sozusagen einen politischen Mainstream gab. Aber es gab auch noch einen Rest Respekt vor Frisch als Architekten und einen Rest Stolz auf den Mann, der immerhin das Bad Letzigrund gebaut hatte, das beliebt war, ne? Und dann immer noch, und auf das er auch stolz war. Er hat ja Brecht da hingeführt, ne? Und Brecht hat ihn beneidet. Also der Architekt Frisch existierte in seinem Bewusstsein als jemand, an der anschlussfähig war, wenn man es richtig machte. Das heißt, die ETH war der richtige Ort für das Archiv. Aber die heikle Frage war der Präsident der Richtige? Ich sage jetzt mal kühn, wenn es Nüesch gewesen wäre. Das weiß ich vom Collegium Helveticum. Keine Frage. Der war zu jedem Lausbubenstreich bereit. Herr Ursprung, der damals Präsident war, war vorsichtig. Und da war ich nun wiederum froh, dass Peter von Matt mit dabei war, weil der als unverfänglicher Uniprofessor dann wiederum an der ETH Eindruck gemacht hat. Wenn das nur der Muschk vorgeschlagen hätte, da hat sicher mit dem Frisch was gekungelt oder hat den Frisch beeinflusst links. Ja, ich war ja damals noch ein bisschen mehr im Verschiss, dank Herrn Blocher als Frisch. Nein, das Blocher war nachher, aber das war auch schon vorher. Aber von Matt war gediegen und da war eigentlich der Türöffner an der ETH. Und er wurde auch Präsident, deshalb Frisch, des Stiftungsrates, natürlich auch nicht unabsichtlich gemacht. Die Familie war noch vertreten, Bixel und ich waren dabei. Und Schaffroth, wenn ich mich recht erinnere, ne? Heinz Schaffroth? Am Anfang nicht. Das war am Anfang nicht. Mhm. Aber Andreas Gerwig, ne? als Jurist. Jurist, ja, aber nicht formal Teil des Stiftungsrates. Aber wer war noch da? Sie haben eigentlich alle Personen auch? Habe ich alle genannt. Mhm. Also ist ja auch ein Test, wenn man noch alle nennen kann mit fünf Verdacht. Deshalb machen wir das eigentlich. Habt doch gedacht, ihr habt auch einen Hintergedanken. Ja. Also
Ich hoffe, die Demenz könnt ihr erst in 5 Jahren vorführen. Ja, vielleicht darf ich gerade etwas aufgreifen, was jetzt schon ein bisschen durchgeklungen ist, so das Politische, der Citoyen Adolf Muschk. Nicht erst in dem Moment, sondern durchaus viel früher, in den 70er Jahren schon, sind Sie politisch aktiv gewesen und Sie sind natürlich in vieler Hinsicht politisch aktiv gewesen, nicht nur im Sinne, dass man politisch in den Institutionen hervortritt, aber Sie haben einmal als Ständerat kandidiert für die Sozialdemokratische Partei. 1975 war das und da gab es eine schöne Veranstaltung, bei der man gern dabei gewesen wäre, im Volkshaus, wo ja, Max Frisch und Günter Grass Sie als Kandidat stützen. Da wäre ich wirklich gern dabei gewesen. Ja, mindestens der Kamera hätte eigentlich hingehört. Ja, eigentlich schon, ja. Und dann auch noch ein anderer Kontext, nämlich die Mitarbeit oder Vorbereitungsgruppe der Totalrevision der Bundesverfassung. Da gibt es, glaube ich, hier auch Kollegen, die auch dabei waren, ja, die da sind. Deutlich wird, dass Sie waren als ein Citoyen, ein engagierter Bürger, der versucht hat, die Gesellschaft in der Schweiz mitzugestalten und zu verändern. Ja, und da kann ich wirklich ein Land verantwortlich machen. Das war, hätte Deutschland sein können, denn zwischen 67, zwischen 62, 64 war Japan, 64 bis 67 war Göttingen. Mhm. Und 67 war der Tod Benno Ohnesorgs in Berlin und damit fing eigentlich dann die 68er-Revolte richtig an. Und ich erinnere mich an ein Schlüsselereignis, das ich darum erzähle, weil es ein hübsches Schlaglicht wirft auf die akademischen Bräuche damals. Ich war Assistent von Walter Killi, hatte aber persönlich mehr von Albrecht Schöne, der Kollege war und sozusagen der solidere Germanist, um es ein bisschen einfach zu sagen. Und da gab es nach dem Tod Benno Ohnesorgs die Ankündigung, das war ganz unerhört, dass die Studenten streiken wollten. Das heißt, an einem Tag streiken, nicht die Uni besuchen. Es war neu damals. Und Schöne, den ich wirklich sehr liebe, es war ein Preuße und Offizierssohn. Ich sage, es geht nicht. Ich sage, warum geht das nicht? Wir haben einen Vortrag von Mary Wilkinson, das war die damalige weibliche Star-Germanistin aus England, ne, schon als Frau besonders auffällig, aber besonders auch als diese Frau. Und vor der haben sich alle gefürchtet. Ich sage, Schönes, geh nicht diese Demo. Dann habe ich gedacht, er wollte es verbieten. Und mein Chef Killi war damals Dekan. Und dann war ich politisch erfahren genug oder ahnungsvoll genug, dass ich dem Dekan sagte, ich glaube, das mit dem Verbot sollten Sie nicht machen nach dieser Ohnesorg-Geschichte. Das kommt schlecht an. Und dann hat Killi seinem Kollegen Schöne beigebracht, das sei dann besser doch nicht. Und dann fand die Demonstration statt mit Mary Wilkinson an der Spitze. Und das war das große politische Klick über meine politische Kindheit, die ungefähr in der Gegend der Evangelischen Volkspartei meines Vaters zu situieren wäre, hinausführte. Aber dann die wirkliche Schule, politische Schule, wo es kein Zurück mehr gab, sozusagen von links. Unterdessen ist links ja auch anderswo, aber vom damaligen Links, das war Amerika. Das war ein so klarer Fall. 67, Cornell, ich lebte, um zu sagen, was an den Universitäten damals war. Nixon war Präsident. Es gab nicht einen Menschen, den ich kannte, an meiner Uni, der Nixon gewählt hat. Er wurde aber gewählt. Auch ein Bild Amerikas. Aber wir hatten die Brother Berrigans, die waren die Jesuitenpater, die jungen Leute angewiesen hatten, ihre Gestellungsprobleme für Vietnam zu verbrennen. Sie waren aus dem Gefängnis gewesen, der eine Jesuitenpater war bei uns
Universitätsgeistlicher, der starb an Krebs, als ich da war. Seine Witwe, er lebte mit ihr zusammen, verlangte, nur um ein bisschen um Schlaglicht zu geben, verlangte, dass wir dieses Begräbnis mit einem schönen Tanz feiern. Das war der Stil. Das war die Zeit von Woodstock. Mhm. Es war die Zeit von Robert Kennedys Ermordung. Wir waren damals auf der Seite von Eugene McCarthy, weil das der erste, ein Landedelmann aus Minnesota, der erste Kandidat war, der gegen den Krieg war. Mhm. Und Robert Kennedy hat ihm dann die Show gestohlen. Und an dem Tag, wo er Kalifornien erobert hatte und eigentlich die Nomination im Sack, wurde er erschossen. Ne? Und ich erinnere mich, ich habe geheult wie ein Schlosshund bei der Nachricht. Wir saßen ihn da. Wir hatten ihn kurze Zeit vorher im Stadion in Cornell gesehen, bei einem Football-Match von Harvard gegen Cornell und mit seiner Frau. Und ein paar Tage später war er erschossen. Und was da mit Martin Luther King und all der mit dem Black Power Movement, was da abgegangen ist, das war ein Grad von Politisierung, der nicht mehr reversibel war. Mhm. Da habe ich einfach eigentlich, das Schöne war eben, dass ich im Grunde mein bürgerliches oder kleinbürgerliches Erbe mitnehmen konnte, weil dort im Gegensatz zur Schweiz, wo die Professoren grosso modo alle schön rechts geblieben waren, waren die Professoren in Cornell gesplittet. Nicht? Die radikalsten Leute oder Anti-Vietnam-Demonstranten hatten wir unter den Professoren. Ne? Die riskierten aber nicht ihren Job damit, sondern sie übten ihr Recht aus. Und das war ein Stil, den ich nicht kannte. Mhm. Und dieser Stil hat abgefärbt. Als ich dann hörte, dass es Globus-Krawalle gab und so weiter, habe ich aus weiter Ferne ein Artikelchen geschrieben in die damals noch liberale Weltwoche. Das missbrauchte Baumaterial. Und das war, da war ich des amerikanischen Geistes der 70er Jahre voll. Also, dass die persönlich bei mir keine Erfolgsgeschichte waren. Es war auch die Zeit meiner größten Hypochondrie. Es kommt erschwerend hinzu. Aber politisch gab es kein Zurück von jener Zeit. Trotzdem erstaunt es, dass Sie auch im Kontext Ihrer Lehre an der ETH sich mit diesen politischen Fragen immer wieder beschäftigt haben. Sie haben zum Beispiel über mehrere Semester hinweg eine Lehrveranstaltung über Probleme einer Totalrevision der Bundesverfassung angeboten. Das würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten von einem Germanistik-Professor. Ja, ich habe es auch nicht erwartet. Ich gehörte zu den zwei, drei Hofnarren, die Kurt Furgler in diese Kommission berufen hatte. Der andere war der Korrespondent des Radios in Brüssel, Thalmann. Und dann gab es, glaube ich, noch einen, der nicht wirklich zu denen gehörte, die etwas von der Sache verstanden. Ne? Das waren Staatsrechtler, wie mein Freund Jörg Paul Müller, der hier sitzt, oder es waren Regierungsräte aller parteipolitischen Couleurs. Zu Furglers Ehre sei gesagt, es waren auch Leute der PDA dabei. Anne-Catherine Ménétré aus Lausanne, eine ganz tolle linke Frau, die hat viel gebracht, viel eingebracht, oder Nonkonformisten, Katholische wie Thomas Fleiner und so weiter. Es war für mich ein staatsrechtliches Seminar allererster Güte. Für mich, ich habe die meisten Materien habe ich da zum ersten Mal solide, halbwegs solide kennengelernt. Und zugleich war es eine hohe Schule der Föderation. Man kann gegen ihn sagen, was man wollte, aber er konnte alle Landessprachen, sprach sie fließend, er war intelligent, er konnte die Sitzung vom letzten Mal frei so zusammenfassen, dass jeder Akzent stimmte und saß. Zwischendurch hatten wir dann auch unsere Exkursionen und tanzten irgendwo im Toggenburg oder in der Innerschweiz. Er sogar mit einer, wie gesagt, einer kommunistischen Staatsrätin. Es war eine schöne Schweiz. Es war eine wunderbare Schweiz und sie war, obwohl sie eigentlich nur aus Establishment bestand, war sie eine im tiefsten Sinn liberale Schweiz. Und wenn ich zu dem amerikanischen Linken, den es heute nicht mehr gibt,
auch so etwas wie ein Patriot geworden bin, dann verdanke ich persönlich das dieser Kommission. Ich hatte mit so vielen das Heu nicht auf derselben Bühne. Aber es gab eine auch intellektuelle Kommunikation, die nie zu verwechseln war mit Frère et Cochon. Nie. Aber auch nie mit Unterwürfigkeit, wie ich sie in deutschen Gremien kennengelernt habe, etwa als Präsident der Akademie, nicht, wo eigentlich erwartet wurde, dass das erste Wort, was ich da gebraucht habe, das haben die Deutschen nicht gekannt, das war, ich mache jetzt eine Vernehmlassung. Was verlangen die Mitarbeiter der Akademie, was erwarten sie von ihr? Da haben sie natürlich alle gelacht, typisch Schweizer. Ne? Vernehmlassung, und das war wirklich schön. Und so viel schöner als die zweite Kommission, die Sie mit Recht nicht angeführt haben, an der ich teilgenommen habe, das war das Gegenstück eines Aufstellers. Das war diese Stiftung Solidarität, wo es 13 Tonnen Reservegold aus der Schweizer Nationalbank zu verteilen gab. Dicht nach dem Berger-Bericht, wo selbst Herr Koller und die Bundesbehörden fanden, die Schweiz muss eine Geste machen. Schließlich die Geschichte mit dem Totengold und all diesen Geschichten. Die nachrichtenlosen Vermögen, das war noch taufrisch. Und wir standen sozusagen an der Schwelle mit den großen Verhandlungen über das Bankgeheimnis. Ne? Man hat uns sehr angreifbar gemacht, obwohl Herr Merz versicherte nur über unsere Leiche, daran werden sich am Bankgeheimnis werden sich noch die Zähne ausbeißen. Die Zähne waren ziemlich, unsere Zähne waren sehr bald weg. Und diese Schweiz, die ich dort kennengelernt habe in dieser Kommission, das waren Leute, Solidaritätsstiftung, man hätte die Chance gehabt, das habe ich vorgeschlagen, eine kleine osteuropäische Republik als Pate anzunehmen, nicht Moldawien. Also Moldawien kennenzulernen, dorthin zu reisen, Delegationen, Jugendaustausch. Europa war gerade aufgegangen damals, ne? So in den späten 90er Jahren. Aber was da kam, waren eine Battle-Lobby nach der anderen. Jeder hatte eine gute Cause, die unterstützt werden wollte. Alle durch die Bank, mit ganz wenigen Ausnahmen, inländisch. Alles in die eigene Tasche. Alles Lobbying. Kein Horizont, kein Format. Ich habe wunderbare Leute kennengelernt, bin wieder mit Uli Bremi zusammengekommen, meinem alten Pfadiführer in Zollikon. Solche Leute gab es auch. Aber was da anmarschiert ist an Bettelmönchen, da habe ich gedacht, diese Schweiz ist nicht die Schweiz der Totalrevisionskommission. Wir haben alle gewusst, dass diese Geschichte nichts wird. Denn wir hatten schon in der Vernehmlassung gehört, dass zwar jeder für die Totalrevision ist, aber sicher nicht für eine richtige. Mhm. Ja, wir hatten keine Lobby. Wir konnten sich uns ein bisschen vorkommen wie die Philosophen Platons, die endlich die definitive Verfassung für die Menschheit verfassten. Ja, mit Kulturartikeln und ähnlichen kühnen Dingen. Aber es war in sich selber gut und stimmig und nötig. Und das andere war Kuhhandel. Und einer der Gründe, warum ich froh bin, dass ich 75 nicht gewählt wurde in diesen Ständerat, war, ich habe Leute, die ich achte, wirklich zu Kuhhändlern werden sehen, zu gebeugten der Sachzwänge, bei vollem Verlust der ursprünglichen Vision, die sie nach Bern gerufen hat. Und das musste bei mir nicht sein. Man spürt, dass der Citoyen hier sitzt, dass Sie gewissermaßen Emotionen entwickeln, wenn es um politische Themen geht. Ja, klar. Denn für jeden vernünftigen Menschen ist die Schweiz, das klingt jetzt großgekotzt, aber es ist schließlich nur angewandter Gottfried Keller, ne? Ist Europa. Die Subsidiarität, die lokale Autonomie, die Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Minderheiten umgehen gelernt haben. Wir müssen sie ja gar nicht lieben. Niemand, dass wir die Tessiner und die Belgen auch noch lieben, kommt erschwerend hinzu. Aber
Wir gucken ja nicht Ihr Fernsehen und Sie nicht unseres. Wir haben die gelben Briefkasten gemeinsam und wir haben verdammt nochmal eine ungeheure politische Kultur gemeinsam. Und die habe ich in dieser Kommission kennengelernt. Dass, ob da Französisch oder Italienisch gesprochen wurde, die Nuance von der anderen Sprache wurde genau empfangen. Weder von einem Franzosen noch von einem Deutschen. Die hätten nicht gewusst, wovon wir reden oder eben nicht reden müssen. Und das war toll. Aber ich denke, das ist, wenn Europa überhaupt dieses Nachfriedens, dieses Friedensprojekt, das ja nicht für nichts gegründet wurde, sondern am Ende des 30-jährigen Krieges mit nach Holocaust und Hiroshima, wenn das eine Chance haben soll, dann müssen wir bereit sein, die Polen zu behandeln, wie wir seinerzeit die Thurgauer behandelt haben, nämlich geringschätzig oder verächtlich, aber liebevoll. Wir hätten hier ein riesiges Feld, wo wir gern weitersprechen könnten, auch Ihre Dialoge mit Blocher. Ich habe ja noch nicht mal von den Aargauern geredet. Ja, ja. Aber wir kehren vielleicht zurück an die ETA, an unsere Mutter, ja. Die Martha ETH. Matrix. Genau, die Matrix. Sarah hat ja schon angesprochen, das Collegium Helveticum als Schöpfung von Ihnen mit dem, vor dem Hintergrund, dass da ein leerstehendes Gebäude ist, wir müssen was draus machen. Das ist natürlich schon eine tolle Situation, die man sich gar nicht mehr richtig vorstellen kann, dass mitten in Zürich in diesem Uniquartier so ein Holzstuben steht mit dieser... mit diesem Potenzial, auch was er darstellt, ein Semperbau. Darf ich die Wahrheit sagen? Die Wahrheit ist, nicht ich habe sie entdeckt, sondern meine Frau. Meine Frau musste irgendwo hin, ne, an einen bestimmten Ort, wo man gerne allein ist. Und das gab es in der Nähe des Spitals nicht. Und dann fanden wir in der Sternwarte ein offenes Tor und ein Klo. Und dann habe ich diese Sternwarte angeschaut und sah, dass sie ein Holzlager war. Und das, da fing es alles an. Also zuerst musste jemand... aufs Klo. Aufs Klo. Wunderbar. Ich wollte... so machen es die Hündlein auch. Sie markieren zuerst. Ich wollte allerdings nicht auf diese Pointe raus. Ich verspreche es, obwohl sie sehr gut ist und vielleicht meine Pointe übertrifft. Sie ist sogar wahr. Ja, 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 klar. Ja, die andere Pointe ist vielleicht eher erfunden, denn sie kommt aus einem literarischen Text aus Sachs, ja, aus dem Roman, wo ja auch eine stillgelegte Sternwarte vorkommt. Ja. Und das Haus zum Eisernen Zeit heißt, was an eine Straße in Zürich erinnert. Ja. Aber was dort passiert, ist nicht nur einfach, was Sarah Springman vorhin erwähnt hat, Interdisziplinarität, Critical Thinking, das ist das, was wir brauchen, sondern es geht dort nicht nur zum Himmel, sondern auch in Abgründe runter, okay, in das Unbewusste, in das Okkulte. Sie haben sich, glaube ich, früh auch schon mit Spukphänomenen, ich weiß nicht wie stark, beschäftigt. Sie haben Fanny Mosers Okkultismus und Spukphänomene gelesen. Wie konnte sich das dann noch eingliedern in die Tätigkeit an der ETH? Ich glaube, respektive in Ihren Kosmos, sagen Sie mal. Der Spuk ist sozusagen die Sprache der einfachen Leute für komplexe Zusammenhänge. Mhm. Also wenn jemand gestorben ist und er hat irgendetwas hinterlassen, was man im christlichen Kontext eine Schuld genannt hätte, was aber nicht einfach auch das gesunde Volksempfinden, ich brauche das Wort heute nie wieder, nicht einfach als übliche Schuld bezeichnen, sondern er schleppt etwas mit, es ist eine Last, er oder sie, oder nimmt sie ins Grab mit. Und darum gibt es noch etwas zu leben für diese Figur. Die ist noch irgendwie da. Und diese magische Interpretation, die magische Kodierung, ist eigentlich nur eine Umschreibung, dass wir in uns selber nicht nur komplex, sondern enorm widersprüchlich sind und sozusagen als dass Identität immer eine Behauptung ist, eine Schutzbehauptung, dass wir auch leider oder zum Glück, wechselt ab, ganz anders können.
Mein Lieblingszitat, weil es noch ganz frisch ist, ist eine liebevolle Schilderung einer Amerikanerin, ihres Vaters, der für sie immer Zeit gehabt hat zum Spielen und wirklich sozusagen früh emanzipiert war. Der Name dieses Vaters war Höss. Und die Kinderstube war Schloss an das Lager Auschwitz an, wo er sein tägliches Pensum Juden vergaßte. Das ist die Realität, die psychische. Und wir können alle heilfroh sein, wenn wir sozusagen nicht in Versuchung kommen, bestimmte Seiten von uns zu leben. Das Gejammer über die Social Media ist im Grunde das Jammern über etwas Triviales. In der Physik hat es wunderbar Niels Bohr ausgedrückt, über die Teilchenphysik gesagt, in der Wissenschaft erkennt man wahre Sätze immer daran, dass das Gegenteil genauso wahr ist. Das ist für Teilchenphysik gesagt, aber es gilt im Grunde auch für ethische Fragen. Und wäre, wenn man das mal ernst nähme, tatsächlich sozusagen eine wirklich nötige und dankbare, weil verdammt unbequeme Position, die der Erforschung an der Hochschule würdig wäre. Und zwar die Selbsterforschung jedes Einzelnen an dieser Hochschule, Studierenden und Dozierenden, voraussetzte. Es ist mir sehr unangenehm, mir vorzustellen, dass ich ein Nazi gewesen wäre. Aber ein Freund, ein wirklicher Freund, hat mir beigebracht, das ist in diesem Fall Günter Grass, haben wir beigebracht, dass es für einen jungen Menschen damals möglich war, mit Stolz diese SS-Rune zu tragen. Der Mann hat später die Blechtrommel geschrieben. Der hat wirklich die ganze Breite der Wahrnehmung seines Irrtums bis zum Ende hat das durchgezogen. Aber einmal gab es diesen Moment. Und was ich gegen die Korrektheit habe, ist unter anderem, viele dagegen, aber dass man jemanden bei einer Position behaftet und ihn damit sozusagen festklebt wie die Fliege auf dem Fliegenfänger für die Zeit seines Lebens. Das ist der damals. Ja, wir alle haben damals. Und wir alle, die hier sitzen, auch der Netteste, und ich zähle uns drei zu den Nettesten, verdienen nach den Begriffen des Lehrers meines Vaters die Hölle verdient. Natürlich, dass wir auch schon für das, wofür wir es verdient haben, wahrscheinlich in derselben gelebt haben. Ne? In mancher schlaflosen Nacht, in manchem beschissenen Tag und in manchem schlechten Umgang mit unserem Nächsten, das mal beiseite. Aber das, ich nehme jetzt etwas vorweg, was ja auch kommen muss und auch mit dem Kollegium Helvetikum zusammenhängt, dass das, was wir Humanwissenschaften nennt, eigentlich vor allem mit diesem Befund zusammenhängt, dass der Mensch inkalkulabel ist. Insofern sind der Rechner, der Computer und der Mensch an odd couple. Der wird uns nie richtig verstehen, wenn er nach seinem eigenen System funktioniert. Ne? Als das Kollegium Helvetikum 1997 eröffnet wurde, haben Sie in Ihrer Eröffnungsrede unter anderem gesagt, durch den Spalt in der Kuppel vermag der Astronom immer nur ein Segment des Universums zu sehen und zu objektivieren. Aber diese Kuppel ist drehbar um die vollen 360 Grad. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, wie kann man diese Kuppel weiter drehen? Oder anders gefragt, welche künftige Perspektive sehen Sie für die Geisteswissenschaften im Kontext einer technischen Hochschule wie der ETH? Der Streit zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, mit dem ich schon im Hause Pallmann als junger Kerl mitgestritten und war, konfrontiert habe, den halte ich für etwas vom Obsoletesten, was man sich heute vorstellen kann. Es gibt für mich eigentlich nur eine Wissenschaft, wenn man schon mit einem Oberbegriff operieren muss. Das ist die Kulturwissenschaft. Naturwissenschaft, Medizin, Juristerei, Literatur, bildende Kunst, was davon in Wissenschaft kodierbar ist, sind Kulturphänomene.
Ich gehe davon aus, dass das, was den Menschen, den Homo sapiens oder den nackten Affen oder wie immer sie ihn bezeichnen wollen, den Primaten, dem etwas gefehlt hat und der dann kompensiert hat durch Werkzeuge, bis zu dem Punkt, wo er seinen eigenen Planeten umformt mit seinen Werkzeugen. Da sind wir jetzt. Das wäre noch in meiner Jugend unvorstellbar gewesen. Da war die Natur noch weit draußen. Da ging man am Sonntag zum Spazieren hin, ne, oder sie berührte einem vielleicht in einem wilden Tier im Zoo. Aber dass wir die Natur sind, dass die Kultur des Menschen darin besteht, einzusehen, in welchem Grade wir ein Teil sind dieser Natur, das ist, glaube ich, der Lehrstoff der Hochschulen, aber schon des Kindergartens. Ne? Es ist der Lehrstoff des Menschen. Und das, nehmen wir einen Satz wie, den ich so gerne zitiere, ich werde nicht lange bei ihm verweilen, der mich die Welt am besten verstehen lehrt, in Kürze ist vom alten Goethe. Was ist das Allgemeine? Der einzelne Fall. Was ist das Besondere? Millionenfälle. Das kehrt die ganze Digitalisierung um. Das heißt, es findet in einem anderen Raum, in einer anderen Dimension statt. Wir haben ja schon vorher davon geredet, als Patienten, auch als Stimmbürger, sind wir statistische Größen. Als Individuen sind wir es nicht. Da sind wir krank. Ich, du oder was immer. Ich oder du lieben. Ich oder du reden diese Sprache. Statistisch sind wir dann das und das und das und das. Aber was der alte Goethe mich gelehrt hat, ist, dass es im Leben, in der Beziehung, in jeder Beziehung, genau wie im Schreiben, auf etwas ankommt, auf die, er hat noch mit N geschrieben, wie Hegel, die Einzelnheit. Singularität ist ein schlechtes Fremdwort dafür. Singularität, damit meint man gewöhnlich ein Phänomen, das es zum ersten Mal oder noch nie gibt. Aber Singularität sitzt hier in Gestalt von drei Leuten und hier im Saal in Gestalt von etwa 120 Leuten. Und sie dürfen sich mit Recht verbeten, dass sie über einen Nenner geschlagen werden, auch wenn es für viele von der Steuer bis zur Todesstatistik unvermeidlich ist. Aber dass man die Rückbewegung zum Einzelfall sogar im wissenschaftlichen Interesse immer wieder machen muss, weil das wirkliche Mysterium am Menschen, die Individualität ist, das honorieren wir ja auch im Rechtssystem. Da ist plötzlich das Individuum unanpassbar und die Menschenrechte und so weiter. Wir wissen, dass die Statistik kann dazu nur lachen, wenn sie lachen könnte. Natürlich sind wir im höchsten Grade antastbar. Natürlich tasten wir uns im Augenblick durch den Computer ununterbrochen weiter an. Wir bieten uns zum Betastetwerden an in den Medien, online. Aber es bleibt ein Rest, mit Faust zu tragen, peinlich. Aber das ist unsere Lebendigkeit. Das ist unsere Fähigkeit zu fragen. Das ist unsere Chance als dieser oder diese und nicht als Menschheit befreit zu werden. Glücklich zu sein. Wir wissen, was aus einem kollektiv verschiedenen Glück wird. Die Sowjetunion ist nicht umsonst untergegangen. Alle wesentlichen Kategorien, bei denen ich sage es jetzt als 85-Jähriges, auf die es in der Nähe des Sterbens, in der Nähe des Lebens heißt das, wirklich ankommt, sind individualisiert, sind nicht generalisierbar. Und natürlich kommen wir gar nicht darum herum, generelle Begriffe zu brauchen, das ist klar. Aber immer mit einem Ja-Aber. Immer mit dem Zugedanken, mit dem Beigedanken, das Gegenteil ist genauso wahr. Dann erkenne ich wahre Sätze. Verdammt unbequem,
Aber stellen Sie sich mal vor, wie die Evolution verfährt. Das ist ja auch ein Monstrum. Ja, wenn eine Änderung bei den Genen auftritt, dann ist der normale Reflex des Systems, diese Änderung zu kassieren. Weg damit. Das Alte hat sich ja bewährt. Was soll jetzt da plötzlich ein Überbein? Oder warum soll ich jetzt plötzlich für eine andere Temperatur konditioniert werden? Also normales Kassieren. Aus diesen unzähligen Normalfällen, die bedeuten für die Evolution absolut nichts. Die ganze Statistik geht, können Sie vergessen, gezählt hat die Mutation. Die Mutation. Diese Mutation kann kassiert sein, sie kann auch verheerend sein, sie kann schrecklich sein. Sie kann das Unglück des Individuums sein, wenn es überhaupt auf die Welt kommt. Aber sie ist ganz offensichtlich auch als Menschheit unsere Chance gewesen, das zu werden, was wir, als die wir hier sitzen. Und da es ein paar Millionen Zeit dazu gebraucht hat, glaube ich, verstehen wir langsam, warum Kafka gesagt hat, wir hätten die Eigenschaft, die uns das Paradies habe verlieren lassen, sei die Ungeduld. Nicht die Sünde, nicht die Liebe, nicht die Erotik, die Ungeduld. Es muss schon passiert sein, gestern. Und ich sehe, jetzt komme ich wirklich als Methusalem daher und denke sich einen ganz langen Bart dazu. Aber was ich ganz schrecklich finde, nicht nur, weil ich es nicht gewohnt bin, das ist klar, ist, dass ich im Hauptbahnhof eigentlich keinem Menschen mehr begegne oder fast keinem, der mich so in der Welt herumläuft. Und auch kaum im Zug einem begegne, der nicht vor sich hinschwatzt. Oder der ein Buch liest. Und dann denke ich, ich bin natürlich der Idiot, der sagt, früher hätte man gesagt, der Mann, der da vor sich hinspricht auf dem Bahngeleise, da müssen wir den gelben Wagen bestellen, da passiert was. Heute ist es das absolut Normale. Das heißt, die Nichtpräsenz der Leute, nicht da zu sein, wo sie sind, was mir auch verdammt schwerfällt übrigens, Präsenz ist etwas am Schwierigsten, aber nicht da zu sein, wo sie sind, das, meine Damen und Herren, kann nur verheerend sein. Sie sind nicht da, wo sie sind. Ort und Zeit haben keine Treuhänder mehr. Und da steigt mir gelegentlich nicht die Angst, sondern zugleich die Galle hoch. Man kann das, die Zeit so verlauern. Und man hat so verdammt wenig davon. Und sie ist so ungeheuer kostbar. Mhm. Muss man sie in diesem Spiegel versauen und auf das nächste Like warten? Ja. Also hier, ich habe leicht reden. Ne? Und ich weiß, dass schon in der Generation meiner Söhne ist das anders. Aber man möge einem Amphibium verzeihen, dass sie sich gelegentlich nach dem Wasser zurücksehen. Ja. Ich glaube, Sie haben richtig geschlossen, wir kommen zum Ende dieses Abends. Ja. Und ich möchte mich sehr bedanken. Ich danke Ihnen. Wir möchten uns sehr bedanken. Hören Sie auf, ich kann dazu nur sagen, wenn das meine Mutter noch hätte erleben dürfen. Sie sind jetzt ganz herzlich eingeladen zu einem Apéro draußen und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, nicht nur danke. Ja, auch danke. Bei Sarah Springman und bei Raphael Beil. Ich glaube, der Apéro wird von hier aus gestiftet. Nochmal. Ganz herzlichen Dank. Also, vielen Dank. Too long.
Schalte ich mal ganz schön das Ding auf.